Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zum Let's Play Bonfinders. So, ganz kurz zur Nachkontrolle. Okay, wir waren das fehlende Teil suchen im letzten Part. Das haben wir auch gefunden. Und dafür haben wir $1000 bekommen. Das ist natürlich gut für uns. Was war das? Achso, Moment. Wir müssen ja noch ein wenig freischalten. Fällt mir gerade ein. Dadurch, dass wir so viele Sachen gefunden haben, müssen wir natürlich auch mal hier ordentlich freischalten. Das habe ich total vergessen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also, wir haben schon einiges gefunden. Unter anderem natürlich auch sehr viel von der Firma Miko. Wie man sehen kann, haben wir da auch deutlich gesammelt. Und gleich gibt es wieder einen kostenlosen Fahrzeugskin. Ich bin Feuer und Flamme, war das jetzt gerade. Und dadurch, dass wir natürlich so viele Gegenstände finden, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir auch viele Fahrzeugskins bekommen. Da ist nichts mehr. Hier haben wir noch ein paar. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier noch viele übrig haben. Ja, vielleicht haben wir noch 5. Und haben wir tatsächlich noch einen Skin. Unsichtbar. Gut, der neue Skin ist geil. Der ist richtig cool, der Skin. Das ist unfassbar, wie viele Teile wir mittlerweile gefunden haben und wie viele Sachen wir freischalten können dadurch. Den Skin hätte ich ehrlich gesagt noch gern, aber ich glaube... Ah, doch. Es könnte funktionieren. Nein, schade. Oh, wie gemein. Aber guckt euch das mal an, Leute. Wir haben 72%, 74% des Katalogs vollständig. Das ist gut. Uns fehlen auch nur noch 2 Comics. Das ist auch sehr gut. So. Ganz kurz hier aufbauen für unseren großartigen Verkauf. Aber mehr haben wir nicht. Was? Ein defektes Teil, 2 stinkende Sachen? Tatsache. Ich dachte... Aber jetzt mal ohne Spaß, Leute, ne? Ich wusste das gar nicht mehr, dass wir stinkende Teile haben. Unter anderem aber auch defekte Sachen. Ach, die Registrierkasse ist dreckig. Also manchmal bin ich da echt überfragt. So, und wir haben ein defektes Teil. Das Bild. Ja, das reparieren war flott. Easy. Ich meine, das kann man... Dieses UFO ist so geil, Leute. Zack. 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 Einmal drehen, bitte. Das ist ein sehr geiler Bug. Ich komme nicht an die Rückseite dran. Das Bild lässt sich nicht drehen und deswegen müssen wir es Bug usen. Achtung. Manchmal komisch. So, was kriegen wir fürs UFO? 2000.
Nice. Was wollen wir denn mehr? Hallo? Okay, da kommt es nicht hin. Wo kommt denn so ein Buch? So ein... Auch nicht? Okay. Dann soll es automatisch gewählt werden, bitte. So, aber das Ding können wir noch platzieren. Ah, Moment, mein Auge juckt. Jetzt habe ich nicht gesehen, wo ich es hingeworfen habe. Ach da. Ich wollte gerade sagen, ist es jetzt irgendwo drüber geflogen? Ja, Mann. Flammenwerfer-Style. Ja, passt. Wunderbar. So, das heißt, wir gehen jetzt pennen. Und nachdem wir pennen waren, Leute, gibt es natürlich einen neuen Auftrag. Viel wichtiger ist aber, dass wir die Sachen verkaufen können. Eine neue Nachricht. Dann gehen wir doch direkt mal gucken, was die neue Nachricht ist. Ah, Moment, wir haben noch die Mikrowelle und das Bild. Das Bild kommt wohin? Die Registrierkasse. Okay, das Bild wird wahrscheinlich dahin kommen. Oder hier, dahin. Aber geht ja jetzt gerade nicht. Egal. Schauen wir einmal in die E-Mails rein und gucken mal, was die E-Mails so zu uns sagen. Ich bin gespannt. Was für ein Vollpfosten. Ja, den nehmen wir an. Ja, natürlich. Da gibt es einen neuen Bieterkrieg. Dazu brauchen wir aber Kohle, denke ich mal. Und die andere Scheune. Moment, wir haben hier noch eine. So viel Spam-Mails, ne? Das ist unfassbar. Wir haben noch diesen hier. Ah, dafür ist die Scheune. Und hier ist ein Bieterkrieg. Okay, gut. Dann fahren wir einmal... Wow! Holy shit, 20 Benzin kostet das. Zur Scheune. Boah, das ist heftig. Damit hätte ich nicht gerechnet. 20 mal Benzin. Ich meine, das Auto schluckt wahrscheinlich sehr viel Benzin. Aber das übertrifft ja wohl alles je Gesehene. Oh, Party. Was ist los? Die Reise eines Helden. Ja, erstmal fett abgefeiert. Geil. Ich feiere das Game so, Leute. Nochmal. Na? Suche unsere Ferientickets. Okay. Herrlich. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Musik aus. Okay, das Schild kriege ich irgendwie nicht, aus irgendeinem Grund. Das habe ich aber bekommen. Na gut. Wenn ich es nicht bekomme, dann bekommen wir es halt nicht. Was soll ich tun? Okay, das geht auch nicht. Ruhe. Okay, die Sachen kann man nur kaputt machen. Ich dachte, vielleicht wären die was wert.
Wir gehen aber jetzt einmal komplett ums Gebäude rum, wie immer, und kontrollieren einmal außen, ob wir irgendwas finden, was wir vielleicht, Ich habe ein bisschen Angst. Dazu brauchen wir einfach mal 3 Schlüssel, Leute. Krass. Oh oh. Das ist nix gut. Okay, hier kommen wir noch locker hoch. Ich hatte gerade gedacht, so scheiße. Oh mein Gott. Schon bin ich beruhigt. Alles gut. Gut, die Tatsache, dass wir 3 Schlüssel finden müssen, ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Wenn wir schon die Gelegenheit haben, einmal aufs Dach zu kommen, werden wir das natürlich tun und wir werden tatsächlich nicht enttäuscht. Hi! Hau rein! Altes Haus. Danke für den Schlüssel. Sehr gut, den Schlüssel haben wir. Also manchmal, wenn Kisten so komisch angeordnet sind, muss man einfach damit rechnen, dass man da lang muss. Es ist einfach so. Oh, der sieht cool aus. Den nehmen wir mit. Ist ja nicht so, dass wir immer alles mitnehmen. Und ich glaube, es fehlt nur eine Comic-Seite, Leute. Aktuell. Easy. Schloss geknackt. Und Rinder. Schöne Party, so. Ich mache zwar ungern Musik aus, aber wir müssen halt auch an Content-ID denken, ne? Nachher kriegen wir hier eine Meldung, dass das Lied irgendeinem gehört, was natürlich logisch ist, irgendeinem gehört das Lied. Aber ich möchte dafür nicht in Teufels Küche kommen. Das muss nicht sein. Bierpong haben sie gespielt, Leute. Jetzt ist aber Schluss mit der Party. Ich bin so gesehen das Elternteil, was keiner mag gerade. Ich komme früher nach Hause und räume auf. Ne, also ein Bierfass mit dem Namen Partyspaß finde ich persönlich schon geil. Okay, wir gucken mal kurz hier drunter. Ach, da ist noch ein Teddy oder eher gesagt dieser Hase, den wir auch schon oft gesammelt haben tatsächlich, muss ich sagen. Also ich glaube, den Hasen hatten wir schon einige Male. Ach cool. Haben wir einen neuen Wallskin gefunden. Das ist natürlich optimal. Machen wir kaputt, kaputt, kaputt. Wie gesagt, hier sieht es jetzt nicht so aus. Ach, ein paar Reifen. Sehr gut. Leute, das sieht aus wie ein Ferrari. Nehmen wir. Ich wäre dumm, wenn ich den hier stehen lassen würde, Leute. So, die Plakate nehmen wir mit. Ruhe jetzt. Danke für den Schlüssel, Schweinchen-Babe.
Oh, die Axt nehmen wir mit. Dieser Tierkäfig ist, ich glaube, das Schwein, das ist auch nicht mehr so fit. Wer Hunger hat, es sieht noch gut aus, kommt vorbei, esst davon, aber macht es nicht zu lange. Hier geht's auch noch hoch. Lol. Selbst Mistverdammter. Sogar. Ich fasse es gerade gar nicht. Selbst dieser verdammte Dieb ist ein Alien. So, wir haben Tickets gefunden. Ich verkaufe noch kurz die ganzen Bilder. Die spionieren uns aus, Leute des Todes, ne? Ja, die Bilder sind schon lustig, muss ich sagen. Ist gut gemacht. Aber krass zu sehen, woher die alle kommen. So, und wenn er zurückkommt, hat er hier nichts mehr. Ganz einfach. Und warum hat er hier nichts mehr? Weil ich dem alles gerade kaputt mache. Hier kommen wir noch raus, okay. Das Bild nehmen wir mit. Okay, hier kämen wir aufs Dach. Gut, das Problem haben wir ja schneller gelöst als gedacht, ne? So, jetzt können wir da vorne noch hoch. Dann gehen wir natürlich auch noch hoch. Und suchen jetzt Schlüssel Nummer 3. Und ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wo der sein könnte. Doch so einfach. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre schwerer. Umso besser. Ein Radio. Herrlich. Gut, aber uns fehlen Schlüssel, ne? Ist zwar schön, dass wir ein Radio gefunden haben. Das Schwein hatte einen Schlüssel. Oben gab es einen Schlüssel. Und irgendein Schlüssel fehlt uns jetzt gerade noch. Und ich habe gerade überhaupt gar keine Ahnung. Aber mal schön einen fahren lassen, herrlich. Oh lol, überhaupt gar nicht gesehen. Wo dieser letzte Schlüssel sein könnte. Der wird ja wohl hier drin sein, oder? Oh, da habe ich... Lol. Sag mal, bin ich so blind? Was ist los? Ach, der wird da drin sein. Hat sich erledigt, Leute. Hier drin wird der letzte Schlüssel sein. Okay, dass die Tür nicht aufging, ist schon ein bisschen kurios. Schöner Schrank. Okay, ich hätte jetzt wirklich gedacht, der letzte Schlüssel wäre hier drin. Ja, irgendwo muss der letzte Schlüssel doch sein. Hallo, da ist er. So, nochmal zum Brunnen zurück.
in der Tür eingeklemmt werden, ist auch super geil. Freut sich jeder Mensch drüber. Oh, Moment. Achso, die geht ja nicht. Hey. Ich kann den Schlüssel nicht einsetzen. Ich hab da alle. Ich glaube, wir haben einen Bug. Einen ziemlich asozialen Bug. Wir haben definitiv alles Schlüssel. Alle. Halt. Das Schwein hatte einen Schlüssel. Dann das Alien oben auf dem Dach hatte einen Schlüssel. Ach cool, die gehen auch kaputt. Solche Gimmicks finde ich gut. Halt, das Alien auf dem Dach hatte einen Schlüssel. Ich glaube tatsächlich, dass das Alien uns einen Schlüssel geklaut hat. Was meint ihr? Der ist voll am Abdancen. Hier ist ein Außerirdischer eingefroren. Auch nicht schlecht. Armer Kerl. Okay, wir haben alle Gegenstände, außer das goldene Klopapier. Und zwar auch nur... Moment, wir haben auch den Auftragsgegenstand gar nicht. Halt, stopp. Welcome, dear customer. No returns. Ich bin so verwirrt, Leute. Das könnt ihr euch, glaube ich, gar nicht vorstellen. Vor allen Dingen sollen wir einen Hund suchen. Einen Hund, Leute. Herrliches Geräusch. Ich bin so verwirrt, das glaubt ihr gar nicht. Gut, wir gucken nochmal im nächsten Part. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao.